Die Geschichte steht bereits geschrieben. Was ihr auch unternehmt, ihren Ausgang werdet ihr nicht ändern. Da stimme ich euch nicht zu. Was wir als nächstes tun, kann die Zukunft auf vielfältige Weise verändern. Wir könnten einfach nur im Kreis springen. Vielleicht hilft's. Nein, Herr Professor, das würde die Zukunft auf einfältige Weise verändern. Daran wollt ihr gewiss glauben. Solch ein naiver Ausbruch kann für wahr zur Handlung beitragen. Bitte tut euch keinen Zwang an. Eure Worte könnten die Spannung steigern und etwas Aufregung hineinbringen. Ihr seid ein Unglück! Ihr seid ein dreckiger Luke, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen Mr. Wright, Herr Wright und Maya helfen. Herrn Wright und Maya. Nein, das klappt nicht. In Ordnung. Gehen. Gehen wir, Professor. Schnell. Gehen. Schon ist er weg. Man hört ihn schon nicht mehr, weil er schon so schnell weg war. Deswegen hat man nur das Gehen gehört. Man hörte ihn nur noch aus weiter Ferne. Ja, genau. Ein kleiner Junge aus weiter Ferne. Der Tod eines Freundes ist zu den Gegenständen hinzugefügt. Ach nee. Man kann einen Tod zu etwas hinzufügen? Ja. Das ist so ein Spielzeugtod. Das ist ein kleiner Sens. Ja. Das ist der Tod meines Freundes. Professor, hören Sie auch so ein Flattern aus weiter Ferne, das näher kommt? Nein, das ist der Mario! Nein. Ein Flattern, okay. Das könnte ein großer Vogel aus weiter Ferne sein oder ein kleiner Vogel, ganz nah. Oder ein Flugzeug, nein! Es ist Superman! Es ist die Eule aus Legend of Zelda. Nee, die sieht anders aus. Und dreht ihren Kopf weiter. Ah, das ist die Eule, die wir im Audienzzimmer gesehen haben. In Legend of Zelda. In weiter Ferne. Joey. Was denn? Sie hält einen Brief im Schnabel und betrachtet uns außerdem unverwandt. Denn sie ist auch nicht mit uns verwandt. Hab ich auch gerade gedacht. Vielleicht will sie uns etwas sagen. Ich versuche es mal herauszufinden. Essen wir sie. Genau. Nein, sie sagt. Joey, nimm mal meine Hand aus dem Mund. Oh, das Ding heißt Uhu. Es ist ein Pokémon. Naja, es heißt Uhu und es macht Uhu. Dann nennen wir es Hutut. Au! Noch ein Fassvorbiss. Joey, auf. Was können wir nur tun, Herr Professor? Nein. Der beißt mich gerade. Lass mich doch mal los. Dödli. Warum nennst du ihn nicht um? Dödli ist ein toller Name. Wieso um? Ach so, umnennen, ja. Dachte, um nennen. Ah, dann musst du erstmal zum Namen. Was ist denn um für ein Name? Hab ich jetzt wirklich gedacht. Nein, also du sollst ihn nicht umnennen, du sollst mit ihm zum Namenbewerter gehen, dir sagen lassen, dass Joey ein toller Name ist und dann nennst du ihn Dödli. Geht nicht, er ist ertauscht. Stimmt. Stimmt. Der ist wirklich ertauscht. Ja. Was hast du dafür überhaupt hergegeben? Mein Stolz. Eine Seele. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Er gehörte mal einem anderen Trainer. Mhm. Ja. Ja. Steht noch in den Papieren bei OT. Oh Mann. Okay. Was können wir für dich tun? Herr Professor. Wuhuhu. Ich habe es verstanden, Professor. Er hat gesagt, wuhu. Wuhu.
So heißt die Eule, sagt, dass dieser Brief dem Schöpfer vor 3 Monaten gebracht wurde. Das hat lange gedauert. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass das ja andersrum geschrieben war. Es hat auch kurz gedauert, weil ich überlegt habe, warum es eigentlich nicht gestimmt hat, was ich gesagt habe. Dem Schöpfer? Wenn das der Fall ist, können wir ihn nicht behalten. Immerhin ist es nicht recht, den an Schöpfer? Andere Leute... Die Eule? Den Schöpfer. Wir können den Schöpfer nicht behalten. Herr Professor, können wir ihn behalten, bitte? Nein, er ist böse. Apropos böse, warte mal kurz, Joel, wird uns gleich Rambazam machen. Ach genau, verdammt, weißt du, was mir eingefallen ist? Ja, nein. Ich hab ja völlig was vergessen, und zwar, ich soll dich ausquetschen. Das ist auch ein Kommentar gewesen. Und zwar darüber, was eigentlich letztes Mal passiert ist. Und deswegen machen wir jetzt einfach weiter im Text. Mit dem, was letztes Mal passiert ist? Nein, nicht mit dem, was letztes Mal passiert ist. Was ist denn passiert? Naja, nein, ich meine, du warst doch gestern am Ende der Aufnahme weg. Und deswegen, ach so. Weil wir jetzt klären sollen, warum das so war, würde ich sagen, wir machen einfach mit der Story weiter. Okay. Ja. Immerhin ist es nicht recht, an andere Leute adressierte Briefe zu lesen. Ich habe erst Schreiben gelesen. An andere Leute, adressierte Briefe zu schreiben. Ja. Das hat die Eule jedenfalls gesagt. Mhm. Aber sie meinte auch, dass absolut nichts auf dem Pergament im Umschlag steht. Hier, Professor, sehen Sie, die Seiten sind leer und ich bin... Joey ist auf dem Klavier, schau mal. Hier. Aha! Das sieht ja cool aus. Du weißt, ich kann das nicht sehen. Aber ich finde es gerade wirklich cool, wie das aussieht. Joey. Aber er macht keine Töne. Zumindest keine Klaviertöne. Nee, es ist aus. Jetzt ist er runtergibt. Ich komme gleich wieder. Ein Brief mit leeren Seiten. Das ist hochinteressant. Vielleicht sollte der einfach da nur ein Autogramm draufschreiben oder eine Geschichte. Oder ein Geschichtogramm. Autoschichte. Was auch immer. Eine Autobiografie. Autogrammbiografie. Genau sowas sollte er schreiben. Da ist noch etwas, Professor. Text auf den leeren Seiten. Oh Mann. So. Ey, weißt du. Die Eule sagt, dieser Brief stammt vom Alchemisten. Dann ist er bestimmt mit unsichtbarer Tinte auf sichtbarem Papier geschrieben. Wusstest du, dass es Rittersport mit Tortilla-Chips gibt? Boah, jetzt will ich es gar nicht mehr wissen. Es schmeckt aber, finde ich, ein bisschen wie wenn so Puffreis oder sowas drin wäre. Oh, das wäre okay. Mhm. Du, weißt du, was gerade war? Luke hat gesagt, ja, die Seiten sind ja leer. Und dann hat er gesagt, da ist noch etwas. Und dann meinte ich so, Wörter auf den leeren Seiten mit Schrift geschrieben. Also. Ja. Okay, er stammt also von dem Alchemisten. Ab. Aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wie die Eule. Ja. Wie war das, mein Junge? Vom Alchemisten? Erinnerst du dich noch, was der Schöpfer vor wenigen Augenblicken in dieser Geschichte geschrieben hat? So liegt das Opfer eines goldenen Fluchs bei einem Anwender unechter Alchemie. Weißt du was? Mhm. Nein. Der ist doof. Der ist echt zu schlecht. Den kann ich nicht erzählen. Ich wollte gerade versuchen, das Wort Mi in Alchemie zu bringen. Ein Alchemie, aber das macht keinen Sinn. Doch, das ist einer, der so aussieht, als wäre ein Kochtopf. Alchemie? Ja, okay. Reicht. Geht. Das halbwegs bedeutet, gerettet. Ja. Das bedeutet womöglich, der Ort, an dem jener Vorfall geschehen wird, war übrigens trotzdem nicht witzig. Aber ja, du hast dein Bestes gegeben. Du bist gar nicht im Bilde? Nee. Irgendwie. Ja, meine Weisheit ist auch bald weg. Ich rutsche einfach ein Stück nach hier. Okay, Moment, du warst das gerade, oder? Ist das Haus des Mannes, in der diesen Brief geschrieben hat? Was war denn der Anfang vom Satz? Keine Ahnung, ich glaube, den habe ich gelesen. Oh, ich habe nicht aufgepasst.
Mit anderen Worten, das ist auch krass, ne? Ich krieg von der Geschichte auch nur das mit, was ich lesen muss. Alles andere, ich höre dir ja nie zu. Deswegen ist alles immer so lückenhaft bei mir. Mit anderen Worten, das Haus des Alchemisten, richtig, Professor? Ich krieg teilweise nicht mal das mit, was ich selber lese, weil ich immer irgendwelchen Quatsch dazwischen rede. Offenbar steht die Anschrift des Absenders Herr de Victoire auf dem Umschlag. Das heißt, wir sollten uns unverzüglich auf den Weg dorthin machen. Uhu! Danke, Herr Uhu! Pokéball, los! Herr Professor, eine Eule, fangen wir sie! Essen wir sie! Unbeschriebener Brief zu den Gegenständen hinzugefügt. Unbeschriebener Brief! Brief! Ja. Die Adresse war das auf dem, denn immer? Das waren die immer diese Gegenstände, diese Sachen, diese Items, die wir finden konnten. Bei Phoenix. Ja. Okay. Unbeschriebener Brief zur Gerichtsakte hinzugefügt. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Die Adresse auf dem Umschlag ist irgendwo in der Nähe des Stadtplatzes. Das ist ganz schön fern von hier. In weiter Ferne. Vielleicht schaffen wir es nicht rechtzeitig. Wir sollten lieber den Zug nehmen. Oder das Floß. Luke, mein Junge, wir könnten jene dort borgen. Was, jene Frau? Flösser? Nein, Rösser. Sie haben recht, Professor. Damit werden wir viel schneller. Boah, yeah. Wieder so ein Minispiel, hoffentlich. Beeilung, Luke. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hey, ruhig, Junge. Dieses Pferd ist aber auch sehr temperamentvoll. Hey, ruhig, Junge. Aber ja, tatsächlich, du hast gerade wieder die Geschichte weitergeschrieben, indem du statt Flösser Rösser gesagt hast. Oh Mann. Das ist... Ich glaube, dieses Spiel ist nicht für jeden gleich. Je nachdem, was der Spieler denkt, passieren andere Sachen. Hey! Nick! Listen! Ist dir aufgefallen, dass die Wand eine andere Farbe hat als alle anderen hier im Zimmer? Ist das ein Rätsel? Hup. Du glaubst, sowas fällt mir nicht auf. Ich halte meine Augen beim Ermitteln gern offen. Wie habe ich denn den gesprochen? Ein bisschen wie Luke. Ah. Es ist mir peinlich, es zuzugeben. Doch wir hatten vor kurzem tatsächlich einen kleinen Brand. Der hatte nichts zu tun mit dem großen Feuer. Und erst recht nichts mit dem gigantomanischen Feuer. Es war nur ein kleiner Brand. Aber ich habe etwas getrunken, dann ging es. Oh Mann. Es war ein Sodbrand. Es war meine Schuld. Die Wand wurde im Verlauf etwas angesenkt. Da ihr das erwähnt, auf dem Fußboden sind auch Spuren eines Feuers. Ja, das ist richtig. Günther. Wie dem auch sei, ich beschloss, die Wand selbst zu erreichen. Schüttreichen, nicht erreichen. Heimwerken scheint bei nicht Mrs. Erlingtons. Mrs. Erlingtons Fachgebiet zu sein. Ich hatte zugelassen, dass eine Kerze trockenes Chartreux in Brand setzte. In all den Jahren als Butler ist mir nie ein derartig grober Fehler unterlaufen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Doch, mein Meister ist dabei gestorben. Ihr geht zu hart mit euch ins Gericht. Und aber die Ritter nicht. Jetzt kommen sie endlich mit, Herr Erlington. Genau, ist doch nicht so schlimm. Wenn ihr da einen groben Fehler nennt, das... Solltet ihr mal die Patzer sehen, die Nick die letzten Jahre hingekriegt hat. Hey! Danke, Maya. Das war jetzt echt hilfreich. Dann lass uns mal Herrn de Victoires Studierzimmer überprüfen. Könntet ihr uns kurz in seinem Zimmer herumführen, solange wir hier sind, Mrs. Erlington? Nein, erst wenn ihr wieder weg seid. Dann kann ich euch rumführen, ja. Natürlich, wie ihr beliebt. Wenn es euch der Wahrheit ein Stück näher bringt. Ein Stück näher bringt sogar. Allerdings haben die Ritter der Inquisition angeordnet, den Ort Verbrechens des unberührt zu lassen.
Ich weiß nicht, wieso ich ständig Worte auslasse, aber ich muss euch bitten, davon abzusehen, in die Chatudier-Chatube etwas anzufassen. Klar, wir sind vorsichtig. Neuer Ort auf der Karte, Alchemisten-Chatube. Sprich erst mal mit ihm noch. Ja. Vielleicht hat er ja noch mal Worte mit St oder Sp. Mr. Erlington, ich hatte gehofft, euch etwas Bestimmtes fragen zu können. Gewiss doch, worum geht es?